Schwer, man weiß nie. Qualifying Suzuka. Wenn einfach zwei Runs fahren jetzt auf jeden Fall mit vielleicht zwei gezeiteten Runden. Und dafür werden wir natürlich gleich mal rausspringen. Auf die Strecke. Eine fliegende Runde. Gleich mal als erstes hinlegen. So, dann wollen wir jetzt mal. Das war schon mal nicht so gut. Ah, der Williams, glaube ich, passt nicht so wirklich zu dieser Strecke. So, wen haben wir jetzt da denn? Ein Virgin sieht das aus. Der natürlich nicht Platz machen wird. Warum auch? Der Timo Glock, der macht nie platt. Hat zum Glück jetzt nicht so die überragende Zeit gekostet. Was ist jetzt für eine Zeit? Fantastisch! Im Moment hättest du die Pole. Na gut, das ist schon mal etwas. Entweder brauche ich mich ja nicht sofort unter der Erde verstecken. Dritter bin. Erster bin momentan. Mal gucken, ob mir der Timo Glock eventuell hier wirklich Zeit gekostet hat im zweiten Sektor. So ein bisschen abkürzen. Ich weiß auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Dann fahren wir gleich in die Box rein. Nur 60 hier. Boah, ist das langsam. Das ist wirklich langsam hier. Ah, momentan noch Platz 1, aber ich glaube, jetzt, wenn jetzt jemand über die Linie fährt, bin ich noch Zweiter oder so. Ich kann mir so richtig schön vorstellen. So, im letzten Mal, BÄM! Da, und jetzt bin ich schon Zweiter. Kaum habe ich es gesagt. So, Jungs, wie sieht es denn so aus? Na, der übermenschliche Alonso. Ja, eine Momentan bist Sekunde. du Zweiter, klasse. Ah, jetzt wäre ich ja richtig durchgereicht. Jetzt wäre ich ja Du bist richtig jetzt durchgereicht. etwas durchgereicht. Ja, merke ich schon. 13. Im Moment ist viel Verkehr auf der Ich Strecke. muss noch eine Verkehr auf Sekunde der schneller Strecke. werden, bloß damit ich auf Platz 8 komme.
Auf die Strecke fliegende Runde. Herr Ingenieur, bitte. So, dann wollen wir mal jetzt. Muss ein bisschen mehr drin sein. Ich gebe doch jetzt mein Bestes, damit ich wieder nach vorne komme. Was sagt jetzt der erste Sektor? Vielleicht schon mal persönliche Verbesserung? Nein, natürlich nicht. Leider, im ersten Sektor verliere ich doch sehr, sehr viel Zeit. So. Na komm, jetzt muss irgendwas muss auch hier noch gehen. Und 1:31:0. Das war glücklich auf jeden Fall. Da ist auch noch wieder Verkehr jetzt in dieser Runde. Wenigstens noch bis zum Ende der Runde noch einigermaßen freie Fahrt habe hier. Der sollte mich eigentlich vorbeilassen. Ja. Das wird hoffentlich nochmal eine bessere Runde. 1:30:7. Jetzt brauche ich schon 1:29er Zeiten. Im ersten Sektor verliere ich noch so viel. Okay. Dir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Na, dann werden wir trotzdem mit. Ich probiere es einfach nochmal. Fliegende Runde machen wir es nochmal. Sektor 1 verliere ich einfach zu viel Zeit anscheinend. Ach, ist schon auf Fett eingestellt, gut. Sektor 1 ist also meine Schwachstelle. Mal schauen, ob ich da irgendwo noch was rauskitzeln kann. Noch 3 Minuten.
bis jetzt ja schon mal einigermaßen okay, sag ich mal. Na komm, jetzt ist, da ist doch bestimmt noch was drin. Oh, jetzt habe ich noch wieder Verkehr vor mir. Ist doch nicht wahr, oder? Okay, komm an die Box. Was sollte das denn, Kobayashi? Was sollte das? Ganz ehrlich, dafür setze ich jetzt mal wirklich eine ein. Das war ja ernsthaft lebensmüde von Kobayashi. Deine letzte Rundenzeit bedeutet Platz 11. Platz 11, okay. Muss man sich schon so da vorbei quetschen, damit man überhaupt mal ansatzweise mal Platz kriegt von denen. Noch eine Minute, nur noch eine Minute. So, Junge, lässt du mich vorbei? Jutsia, lässt du sehr gut. So, und jetzt komm, da geht noch was. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Ja, da geht noch was, da geht noch was. Los, komm, jetzt will ich nochmal einigermaßen Bestzeit da werden. Jawohl. Im Moment liegst du 3/10 hinter Platz 1. Eieieiei, heiliger Strohsack. Fantastische Session! Du stehst in der vierten Startreihe, Platz 7! Heiliger Strohsack. Starke Leistung! Danke, danke. Boah. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass ich dieses Ergebnis auch eventuell halten könnte im Rennen. Vielleicht noch an den guten Lewis Hamilton noch vorbeigehen kann, weil das ist ja mein erster Verfolger. Woo! So muss das sein. Freu dich über deinen 7. Platz. Top 15 Platzierungen. 13. Unfall 171. Ja, das mit Kobayashi, das war ja gerade. Den habe ich auch